Hamentakope. Metava de Yokan in Ispai. Lukanahe Yata Washnea. Dies war die traditionelle Begrüßung bei meinem Volk. Bei meinem Volk nennt man mich Broken Sun. Ich bin ein Krieger der Ogallala Lakota Indianer und möchte euch die Geschichte meines Volkes erzählen, was sich damals vor vielen Sommern und Wintern zugetragen hat in dem Gebiet, das ihr Weißen heute Dakota nennt. Wir waren einst ein großes, tapferes, stolzes und mächtiges Volk. Am Morgen meines Lebens sah ich den Schatten des Weißen Mannes auf uns fallen. Sein Messer war voller Blut meiner Brüder. Er wütete so lange, bis alle großen Häuptlinge tot waren. Nur ich, Broken Sun, lebe noch, um euch die Wahrheit zu erzählen, was damals geschah. Wir waren einst so viele wie Sterne im Himmel. Und heute sind wir so wenige wie Grashalme in der Wüste. Lakotas lebten in Einklang mit Vater Himmel und Mutter Erde und lebten die Bräuche und Traditionen unserer Väter. Feinde hatten unser Volk nicht viele, nur die Crow. Die Crow waren seit vielen, vielen Monaten Feinde der Lakotas. Sie treiben Handel mit dem Weißen Mann. Wir lehnten dies ab. Die Crow tauschten Felle gegen Perlen. Whisky und Waffen bekamen sie für Bisonfelle, Tatanka, unsere Büffel. So wurde getauscht zwischen Rot und Weiß. Die Lakotas lehnten dies aber ab, da sie die Bräuche und Traditionen ihrer Väter nicht verlassen wollten. Eines Tages kamen viele weiße Siedler in unser Land. Sie baten um einen Weg durch unsere Jagdgründe. Sie brachten Geschenke, kamen in Frieden und wir gewährten ihnen dies. Viele Monde vergingen und es kamen noch mehr Weiße als wir dachten. Es kamen immer mehr und mehr in unser Land. So kam es auch zu den ersten Zwischenfällen zwischen den Lakotas und dem Weißen Mann. Wir nannten sie nur Washichu, Weiße. Viele, viele Monde vergingen wieder und es kam zu einem Krieg zwischen Rot und Weiß. Viel Leid auf beiden Seiten. Viele gingen in die Welt der Geister. Seite der Lakotas und auch bei den Weißen. Eines Tages schickte der große weiße Vater aus Washington einen großen, tapferen Krieger. Sein Name war Custer. Wir nannten ihn nur gelbes Haar. Er sollte mit uns über den dauerhaften Frieden verhandeln. So sprachen wir mit Custer. Dieser Friede währte 5 Sommer und 5 Winter. Genau in dieser Zeit, zwischen 5 Sommern und 5 Wintern, führte der weiße Mann Krieg in seinem Land, das er sich nahm von dem Volk der Indianer, gegen seine Brüder. Vater gegen Bruder. Sohn gegen Vater. Bruder gegen Bruder, Nord gegen Süd, Blau gegen Grau. Diesen Krieg haben wir nie verstanden. Nach 5 Sommern und 5 Wintern kamen wieder viele Siedler, die durch den Krieg ihr Land verloren haben. Und sie drängten in unser Land. Sie kamen über uns wie eine Flut, wie der Adler über die Krähen. Die Lakotas akzeptierten es diesmal nicht und es kam wieder zu einem Krieg. Der große weiße Vater in Washington hörte davon und wollte aber Frieden mit allen roten Völkern in der Prärie. Es kam zu einem Treffen. Unsere Brüder, die Cheyenne, nannten es das Treffen bei Horse Creek. Der weiße Mann sprach vom Friedensvertrag von Fort Laramie. Wir nannten es nur die Zusammenkunft bei Low Meadows. So wurde geraucht, beratschlagt. Die Geister um Visionen gebeten, was sollen die Lakotas tun? Und sie willigten ein in diesen Frieden. Dieser Friede war von langer Dauer. 5-mal mehr die Hand und 5-mal mehr wie diese Hand. Fast 20 Sommer war Frieden. Danach kamen weiße Siedler wieder in unser Land. Sie vergifteten unsere Flüsse, töteten unsere Büffel. Und töteten die Lakotas aus Angst, weil sie uns nicht verstanden haben, wie wir leben. Und dann drangen sie in eines der heiligsten Sachen, die wir hatten, ein. Die Bahapahas, unsere heiligen schwarzen Berge.
Dort fanden sie das gelbe Metall, das ihr Gold nennt. Ihr Verstand war benebelt. Sie töteten sich aus Angst gegenseitig, nur wegen diesem gelben Metall. Die Lakotas verstanden auch dies nicht, denn wir hatten kein Gold und kein Geld. Wir trieben Handel auf ehrliche Art und Weise. Wir hatten auch keine Gefängnisse und nichts anderes, was der weiße Mann hatte. Crazy Horse, unser Häuptling, versuchte die jungen Krieger zurückzuhalten und nicht wieder einen Krieg heraufzubeschwören. Doch die jungen Krieger konnten die Worte der Alten nicht hören und wollten sie auch nicht verstehen. Crazy Horse Herz war schwer. So vertrieben die jungen Krieger der Lakotas die Weißen. Sie schlugen sie zurück und zurück, bis sie das Heiligste verlassen haben, unsere schwarzen Berge. Danach schickte der große weiße Vater in Washington wieder seinen tapferen Krieger, Custer. Er soll um Frieden bitten, verhandeln. Aber Custer dachte nicht daran. Er wollte nicht verhandeln. Er wollte uns nie verstehen. Er wollte Krieg. Er wollte den Kampf. Und er wollte den Ruhm für sich, denn er wollte der Held der Weißen sein. Custer befahl einen Angriff auf ein Lager der Cheyenne. Black Kettle stand im Lager, hob zum Zeichen des Friedens die amerikanische Fahne. Custer gab den Befehl, beim Morgengrauen aus der Sonne aus anzugreifen. Keine Gefangenen, keine Überlebenden. Und so schickten sie mehr als 300 Frauen und Kinder in die Welt der Geister. Es waren nur wenige Krieger im Lager. Gegen eine offene Schlacht mit Kriegern war Custer zu feige. Als die Lakotas dies erfuhren, überkam uns große Trauer und zugleich noch größerer Zorn. Denn von diesem Tage an hallte der Ruf nach Rache durch die Zelte aller Prärievölker. So sandten wir Boten in alle Richtungen, zu allen Stämmen, für ein großes Treffen. Was sollen wir tun? Der weiße Mann nimmt uns die Luft zum Atmen, die Freiheit zu leben und noch vieles mehr. So sammelten wir uns am großen Horn beim Pulverfluss. Von Mond zu Mond kamen immer mehr, bis wir einst 4000 waren. 4000 Cheyenne, Sioux, Arapaho, Lakotas, Ogallala Lakota und auch ein paar Blackfeet waren dabei. Custer erfuhr von dem, auch der große weiße Vater in Washington hat davon gehört, dass sich die Stämme vereinen. Er schickte Custer wieder, er soll erkunden und um Frieden und Verhandlungen bitten. Doch Custer wollte dies nicht. Er wollte uns roten Hunde wehren und Lande von Mutter Erde auslöschen, damit das ganze Land dem weißen Volk gehört. So kam es, dass Custer seine 400 Blauröcke mit der 7. US-Kavallerie aufteilte und unser Lager angriff. Doch sie kamen nicht einmal bis zum Fluss. Sie griffen die Mitte des Lagers der Lakotas an. Unsere jungen Krieger warfen sich ihnen schreiend entgegen und töteten die Blauröcke einen nach dem anderen. Sie schlugen sie zurück und zurück. Dies war für uns der größte Sieg und danach die größte Niederlage. Denn von diesem Tage an hatten die Lakotas nicht mehr zu lachen. Der Zorn des weißen Vaters aus Washington regnete auf uns nieder. Sie nahmen unser Land, sie töteten unsere Büffel, sie nahmen uns unsere Kinder und steckten sie in die Schulen des weißen Mannes, um sie zu Amerikanern zu machen. Dass wir einst diesen Krieg verlieren konnten, dachten wir nicht. Viele Monate vergingen und wir waren abhängig in Reservaten. Der weiße Mann gab uns Decken mit Pocken, Typhus, Malaria, Krankheiten, die wir nicht kannten. Danach gaben sie uns das größte Gift des weißen Mannes. Minnewakan, verrücktes Wasser, Whisky. Die Männer wurden zu Tieren. Sie haben nicht mehr gejagt, nicht mehr gelebt. Sie waren einfach nur in einer anderen Welt. So akzeptierten wir diesen Frieden. Dies geschah vor mehr als 100 Sommern und Wintern. Unser Volk hat dies alles vergeben, doch niemals vergessen. Jeder von euch trägt eine Tugend in seinem Herzen. Wohitika, Tapferkeit. Wowashake, Stärke. Woksape, Weisheit. Wokie, Großherzigkeit.
Drei dieser Tugenden müsst ihr finden, bis sich der Kreis schließt und ihr zu Wakantanka geht. Mein Volk hat an euer Volk nicht mehr viele Wünsche. Es hat nur den einen Wunsch. Lasst mein Volk leben. Hokahe. Ja.